1972 habe ich hier den Laden eröffnet. Buchhändler bin ich eigentlich. Ich habe 1959 mit der Berufsausbildung begonnen, war dann in Berlin Buchhändler und habe aus privaten Gründen mich im Bayerischen Wald angesiedelt und habe dann hier 1972 aufgemacht. Das echte Antiquariat hat mich interessiert, weil ich Sammler war. Heute nicht mehr in dem Maße, weil es gibt ein ganz wichtiges Gebot, ein Antiquar darf kein Sammler sein, sonst muss er jetzt mal weinen, wenn er was hergibt. Ich beschränke mich jetzt im Ankauf auf Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Kunstgeschichte, Geistesgeschichte. Wie teuer ein Werk ist, das scheint mir nicht wichtig zu sein. Mir scheint wichtig zu sein, ob es ein angemessener Preis ist. Such den Beruf, den du liebst, dann brauchst du nicht zu arbeiten. Ich empfinde mich nicht arbeitend, sondern beschäftigt. Ein alter Engländer stand vor mir. How long do you do it here? I said, 40 years now in these rooms. My bookseller, 97 years old. One day he closed his shop, and on the way home, he died. He said, that's my dream.